Feuerdrama in der Aachener Innenstadt. Ein Mann steht in Flammen, verzweifelt versuchen Passanten das Feuer zu löschen. Sie nehmen die brennende Jacke aus. Die Tasche. Doch auch danach lodern die Flammen weiter. Gefilmt wird die dramatische Szene zufällig von einem Passanten. Oh, 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 oh. Von wann die Aufnahmen stammen, ist nicht ganz klar. In sozialen Netzwerken und Videoagenturen wird das Handyvideo Ende Januar verbreitet. Weitere Aufnahmen vom Vorfall tauchen wenige Tage später auf. Die Polizei nimmt wegen der Sache keine Ermittlungen auf, geht von einem Unglück aus. Laut Augenzeugen soll dem unbekannten Mann das Feuerzeug in der Hand explodiert sein. Dabei habe seine Kleidung Feuer gefangen. Nach mehreren hektischen Löschversuchen gelingt es dem Passanten schließlich mit Hilfe einer Decke, das Feuer zu ersticken. Ob der unbekannte Mann Verletzungen davonträgt, ist nicht bekannt. Auf den Videoaufnahmen scheint es, als ob er glimpflich davonkommt. Alles gut? Alles gut. Der hat Angst gehabt.